Hallo, ich bin Tobias Albers Heinemann. Hallo, ich bin Paula Lichtenberger. Wir zwei unterhalten uns gleich darüber, wie es ist, als digitale, ich sag mal Anfängerin, analoge Formate in den digitalen Raum zu transferieren. Meine Kollegin Paula Lichtenberger hat ganz viele Erfahrungen gesammelt. Davon wollen wir profitieren. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir einfach das Video zu Ende an. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Talk. Neben mir ist meine Kollegin, die Paula Lichtenberger. Paula ist zuständig bei uns im Fachbereich für den großen Bereich der Familienbildung. Und Paula, du machst die Arbeit oder den Job ja schon seit einigen Jahren sehr gut. Und bislang warst du ja auch immer so klassisch in analogen Formaten auch unterwegs. Warst für viele oder wie viele andere auch gezwungen im letzten Jahr auf digital umzusteigen. Und wir hören ja auch immer in unseren Formaten ganz viele Tipps, meistens von Leuten aus dem Medienbereich. Aber ich glaube, es ist auch mal interessant, ich sag mal, für klassische Pädagogen einfach mal zu hören, wie war das denn für dich, einfach von null auf jetzt umsteigen zu müssen, von analog auf digital? Und was hat dir dabei geholfen? Eigentlich war ich schon vorher immer mit dem Thema Digitalisierung und Internet auch beschäftigt, weil in meinem Bereich Bildungsarbeit mit Familien ist ja deutlich, dass neben der Teilnahme von Eltern und Familien an Angeboten der Eltern- und Familienbildung das Internet als Informationsquelle ja eine große Rolle spielt. Und von daher war so dieses Thema, wie kann Eltern- und Familienbildung auch im Internet als Fachfeld wahrgenommen werden und da auch gute Qualität zur Verfügung stellen, war eigentlich schon ein Thema. Aber wie du richtig sagst, Tobias, die Frage, digitale Bildungsformate zu gestalten und auf dem digitalen Weg alle Kommunikation gestalten, das war jetzt mit der Pandemie einfach ein neues Lernfeld. Ich frage jetzt einfach mal direkt, also ich meine, die Pandemie, wir erinnern uns, es ging ungefähr im März, ging es los mit den Kontaktbeschränkungen. Wie sah im Prinzip bei dir dieser Zeitraum aus oder wann haben die ersten digitalen Angebote stattgefunden und was hast du in dieser Zeit gemacht, um etwas digital anbieten zu können? Ja, erster Schritt war, sich mit einem Videokonferenzsystem auch vertraut zu machen. Da sind wir im Zentrum Bildung auf Zoom gegangen. Da war der erste Schritt, mich mit den ganzen einzelnen Funktionen des Videokonferenzsystems vertraut zu machen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt war in der Anfangssituation, dass ich eine kleine Gruppe von KollegInnen zur Verfügung hatte, mit denen ich gemeinsam Sachen ausprobiert habe. Also das heißt, wir haben uns getroffen 14-täglich, haben verschiedene Sachen ausprobiert, haben moderiert, uns gegenseitig Feedback gegeben, die Breakout-Sessions hin und her angelegt, teilgenommen. Und auf die Art und Weise, muss ich sagen, war das für mich ein ganz wichtiger Einstieg, zunächst als erstes mit dem Videokonferenzsystem vertraut zu werden und dann auch später für die Moderation da einfach ein gutes Gefühl zu haben, dass ich das beherrsche und dass das nicht mehr im Vordergrund steht, sondern ich dann frei bin für eine inhaltliche Moderation. Und wie lief bei dir der Start? Hat da alles direkt wie am Schnürchen geklappt? Nee, der Start, der lief rumpelig, der läuft heute noch rumpelig. Und da muss ich dir sagen, Tobias, was mir unheimlich Spaß macht momentan und was ich auch eine wunderschöne Situation finde, ist, dass wir bei dem Digitalen alle Lernende sind. Das heißt, auch heute passiert es mir bei einer Moderation, dass ich bei den Breakout-Sessions vergesse, die eingestellte Zeit rauszunehmen und dann mit Schrecken feststelle, ups, die Teilnehmer kommen ja nach 5 Minuten schon wieder zurück oder andere Dinge, die nicht klappen. Und da habe ich gelernt, mit einer charmanten Moderation sich selbst nicht zu ernst nehmen, den Fehler auch benennen, ist eigentlich ein unheimlich
guter Weg. Und oft wird auch in den Rückmeldungen gesagt, dass die Teilnehmenden sagen, sie fanden es neben dem Inhaltlichen auch gut, dass Fehler passiert sind, die benannt worden sind und man da auch daraus lernen kann. Also insofern muss ich sagen, finde ich, ist es einfach ein schönes Lernfeld momentan. Ja, kann ich einfach nur so zustimmen und ich glaube, voneinander lernen, das ist auch ein ganz guter Punkt. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was für Angebote waren das denn, die du, ich sag mal, digitalisiert hast und haben die sich, ich sag mal, unterschieden von klassischen Videokonferenzen, von Gesprächen? Wo lag da die besondere Herausforderung? Ein Aufgabenschwerpunkt von mir ist es ja, Fachtage und Fortbildungen zu machen. Ein anderer Schwerpunkt ist konzeptionell in der Eltern- und Familienbildung die Fachkräfte zu unterstützen. Und das waren eigentlich die zwei Zugangswege. Das heißt, ich war zum einen aufgefordert, meine Fachtage und Fortbildungen digital umzustricken, weil ja einfach nichts ging. Das zweite war, dass im ganzen Bereich Eltern- und Familienbildung Einrichtungen geschlossen waren, Corona-bedingt. Und auch da die Situation war, Eltern und Familien zu erreichen, geht nur auf dem digitalen Weg. Und da war natürlich die große Frage, wie können die Angebote in der Eltern- und Familienbildung, die ja deren Grundlage es ja ist, Menschen in kleinen Gruppen gut in Beziehung zu bringen, dass sich Vertrauen aufbaut, was einen offenen Austausch ermöglicht. Also wie kann es gelingen, diese Formate digital umzustricken? Und die Königsdisziplin war dann im letzten Schritt auch nochmal zu gucken, wie können Angebote, wo Eltern und Kinder dran teilnehmen, wie kann das interaktiv gestaltet werden? Und es hat sich so Schritt für Schritt hat sich das so aufgebaut. Auch war gut, dass ich eine Kollegin noch an der Seite hatte, die auch einen Arbeitsauftrag hat für Familienbildung in einer anderen Landeskirche. Und da haben wir uns viel gemeinsam erarbeitet. Und ich sage mal so, du sagst gerade, es gab so besondere oder Besonderheiten auch in euren Formaten, gerade was so die Umsetzung, Planung angeht. Wie gehst du denn vor, wenn du eine Veranstaltung hast? Also du hast ja so ein bestimmtes Portfolio an, ich sag mal, analogen Methoden, also auch an analogen Routinen. Und wenn diese jetzt digital stattfinden sollen, wie ist denn dort dein Vorgehen? Im Prinzip kann man sagen, dass für viele Formate, das, was analog gut funktioniert, dass man da auch noch mal guckt, wie kann ich das ins Digitale übertragen? Und jeder hat ja im pädagogischen Bereich so seinen Methodenkoffer, so seine Lieblingsarbeitsweise und. Manche Konzepte sind auch ein Stück weit strukturiert und vorgegeben. Das ist das eine, erstmal zu gucken, was lässt sich denn von dem Analogen auch ins Digitale übertragen? Zum anderen ist es aber auch wichtig, nochmal wahrzunehmen, was ist denn der Unterschied von einer analogen Kommunikation zu einer digitalen Kommunikation? Und da ist es wichtig wahrzunehmen, wie geht es Menschen, oder wie ist der digitale Raum strukturiert und wie geht es Menschen im digitalen Raum? Will heißen, wahrzunehmen, dass der digitale Raum für Menschen, die es noch nicht gewohnt sind, häufig auch mit viel Unsicherheit verbunden ist. Unsicherheit auch, weil wir uns im digitalen Raum nur eindimensional wahrnehmen. Das heißt, wir haben eine ganz andere, nur wenig Sinnesreize und Wahrnehmungen zur Verfügung im Vergleich zum Analogen. Das ist schon mal eine Verunsicherung und auch eine neue Lernsituation. Und das andere ist auch, dass zunächst vieles auch unbekannt ist und von daher ist es wichtig, nochmal zu gucken, was sind die Unterschiede. Also eine Grundregel ist auch zu sagen, Angebote müssen kürzer sein im digitalen Raum, weil digitale Kommunikation einfach anstrengend ist. Und es braucht viel Interaktion, viel Beteiligung der Teilnehmenden, häufigen Methodenwechsel. Also solche Grundlagen, was es heißt, im digitalen Raum sich zu begegnen, zu kommunizieren und miteinander zu arbeiten, die sind einfach wichtig zu berücksichtigen. Also das heißt, da ist das gar nicht mal so ein großer Unterschied. Ich sag mal, bei der Planung von analogen Veranstaltungen, du schaust eigentlich erst mal, was so dein Veranstaltungsziel ist. Du guckst dann, wie die Rahmenbedingungen sind und wie du dann in diesem Rahmen deine Ziele entsprechend erreichst.
Ja, also es muss halt, wie gesagt, angepasst werden. Also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist mir geworden, bei dem digitalen Arbeiten nochmal wirklich diese Aufmerksamkeit auf die Anfangssituation zu lenken. Ich habe für mich gemerkt, und das teile ich auch mit anderen, dass die Anfangssituation wirklich mit sehr viel Aufmerksamkeit zu gestalten ist. Das heißt, ich arbeite mit Warteraum und ich begrüße jeden Teilnehmenden, der den Raum betritt oder jede Teilnehmende. Und indem ich die Warteraumfunktion aktiviert habe, sehe ich auch immer, wer reinkommt und vergesse auch niemanden. Ein zweiter Punkt ist, in dieser Anfangssituation auch als Moderatorin so eine Smalltalk-Situation über das Wetter und wer sitzt gerade wo oder je nachdem, was es so an Themen gibt mit der Zielgruppe, die sich da so langsam im digitalen Raum trifft. Also einfach nochmal so eine Situation des sich Unterhaltens. Vielleicht ist auch schon das erste Miteinander lachen über irgendwas möglich, dass man so diese Situation schon mal gestaltet. Dann weitergehend auch nochmal zu sagen, dass eine Einführung passiert über die Funktionen, dass die Menschen sich da auch ein Stück weit auch sicher fühlen. Also das sind so Formalia auch zur Gestaltung der Anfangssituation. Ja. Und ja. Ja, und also ich habe jetzt ja auch schon viele digitale Veranstaltungen auch als Teilnehmer ja auch erlebt. Und ich sag mal, viele, die orientieren sich ja wirklich sehr, sehr stark an dem, wie etwas analog auch hätte stattfinden sollen. Das heißt, ich habe sehr viele Fachtage erlebt, die einfach nur von frontalen Vorträgen auch erlebt haben oder gelebt haben. Wie stehst du dazu, also Relation von, ich sag mal, der eigentlichen inhaltlichen Vermittlung und auch sowas Informellen. Du hast vorhin, ich sag mal, so ein bisschen Smalltalk, Begrüßung und angesprochen. Also ich bezeichne das mal so als informellen Rahmen. Wo siehst du so die Balance zwischen so, ich sag mal, dieser klassischen Informationsvermittlung und dem informellen Rahmen? Also, das ist eine Frage, die hängt auch von dem Format ab. Also, wenn ich zum Beispiel ein Format habe, wo die Informationsvermittlung im Mittelpunkt steht, weil da Fachvorträge sind, dann wird es noch mal ein bisschen anders strukturiert, wie wenn es jetzt sag ich jetzt mal, eine Gruppe ist von 10, 15 Eltern, die sich zu einem Thema treffen und austauschen. Aber im Prinzip, die Grundelemente sind eigentlich immer gleich. Also ich kann dir gerade mal kurz eine Darstellung zeigen, das so ein Fünf-Phasen-Modell. Und dieses Fünf-Phasen-Modell lässt sich eigentlich auf alle Formate übertragen. Das heißt, es ist am Anfang wichtig, neben dem, was ich so gesagt habe, zum Ankommen, die Teilnehmenden zu aktivieren. Das heißt, dass es da im digitalen Raum gibt es so ein, sage ich jetzt mal, kleines Gesetz, dass die Teilnehmenden am Anfang, in den ersten 10 bis 15 Minuten, die Möglichkeit haben müssen, sich zu beteiligen und auch sich zu melden oder auch einen Beitrag zu leisten. Ein zweiter Punkt ist, nochmal auch Ressourcen und Vorwissen der Teilnehmenden abzurufen. Dann kommt der Bereich mit einem Input. Es gibt die Phase von Transfer und bei uns in der Eltern- und Familienbildung ist immer auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt dieser Transfer in die Praxis. Das heißt, was heißt das, was ich jetzt heute gehört habe, für mich und meinen Erziehungsalltag oder für mich als Person und meine Lebenssituation? Dieser Praxistransfer ist ganz wichtig und am Schluss natürlich auch noch mal eine Phase von einem Feedback. Also das sind so fünf Elemente, die einfach wichtig sind. Und je nachdem, was ich jetzt für ein Format habe, kommen dann die Elemente in unterschiedlicher Gewichtung auch dann zum Tragen. Also das so als ein Grundgerüst, an dem man sich orientieren kann. Und im Prinzip finde ich, was ich vorhin gesagt habe, Gestaltung der Anfangssituation,
ist einfach ganz wichtig. Und da empfehle ich auch für die Formate so drei Schritte. Also das ist, die man methodisch didaktisch gestalten kann. Zum einen, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Teilnehmenden ankommen, dass sie sich vorstellen können. Es gibt auch die Möglichkeit, das kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, auch mit einem solchen Beitrag einzusteigen mit diesem Blobtree. Das würde dann heißen, bei einer Gruppe, die sich vielleicht schon ein bisschen kennt, welche dieser Figuren hat so eine Körperhaltung und einen Gesichtsausdruck, der widerspiegelt, wie es mir momentan geht. Also wie gesagt, das wäre für eine Gruppe, die sich schon ein bisschen näher kennt. Genauso kann es sein, eine Vorstellungsrunde dann auch zu machen, wo die Menschen sagen können, wer sie sind, was sie eventuell von dem Thema sich wünschen. Das wäre so ein persönliches Ankommen. Und da gehe ich bei Zoom auch immer so hin, dass ich zum Beispiel die Menschen, die sprechen, mit Spotlight-Video großstelle. Das heißt, jeder Einzelne ist präsent und wird von der Gruppe gesehen. Zweiter Punkt, Schritt könnte sein, dass man sagt, dass die Menschen sich als Gruppe wahrnehmen, sich mit der Gruppe verbinden. Das könnte sein, so eine kleine Soziometrie mit der Methode, alle, die heute Nacht gut geschlafen haben, machen die Kamera aus, an oder was auch immer. Und das Dritte ist nochmal zu sagen, dass die Teilnehmenden sich kennenlernen oder dass man nochmal guckt, was ist das Interesse am Thema. Und da könnte je nach Gruppengröße auch noch mal eine Phase von 10 Minuten sein, wo die in Kleingruppen sich dazu austauschen. Aber so ein Dreierschritt, an dem kann man sich ganz gut orientieren. Und je nachdem, was ich für ein Format habe, mache ich das länger oder kürzer. Das ist ja auch gerade, ich sag mal, so eine ganz große Stärke von digitalen Formaten, dass wir die Gruppen relativ schnell in Kleingruppen auch unterteilen können. Also, ja. Habe ich sehr positiv bei Fachtagen erlebt, nach einem Input oder nach einem Vortrag, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, sich in Dreier-, Vierer-, Fünfergruppen einfach mal 10 Minuten auszutauschen, bevor es dann überhaupt an die Fragestellung geht. Genau, also aber das sind ja doch schon relativ oder einige Punkte, die du jetzt auch schon genannt hast. Aber wie gehst du denn vor, wenn du, ich sage mal, jetzt so eine Veranstaltung am Plan bist? Hast du da irgendwie so ein Handout, wo du dich da lang angelst oder wird das dann wirklich nach oder bei jeder Veranstaltung individuell festgelegt? Im Prinzip schon bei jeder Veranstaltung festgelegt. Hab mir jetzt im Digitalen angewöhnt, nochmal stärker als vorher strukturiert mich vorzubereiten, weil die Erfahrung ist wirklich die, im digitalen Raum ist es wichtig, dass ich mir vorher Arbeitsschritte, teilweise auch Formulierungen, wirklich aufschreibe, damit ich sie weiß. Und ich kann ja gerade mal so eine Planung von mir zur Verfügung stellen, um da mal drauf zu schauen. Das ist zum Beispiel so eine Planung, die ich mir angelegt habe. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo ich ein Fortbildungsangebot geplant habe mit einer Kollegin zusammen. Und was ich neu habe, ist, dass ich hier diese Spalte eingeführt habe, Regieanweisung. Da schreibe ich mir alles rein, was mit Zoom zu beachten ist. Also, dass ich zum Beispiel hier bei der Begrüßung dran denke, mich selbst mit Spotlight großzustellen und danach wieder mit den Teilnehmenden in die Galerieansicht zu gehen. Oder dass ich mir hier diese einzelnen Schritte nochmal wirklich detailliert aufschreibe, die Begrüßung, Vorstellung, dass es hier diese kurzen Einführungen in Zoom, wo ich mir dann auch nochmal aufschreibe, was dann auch ich zeige und mit welchen Absprachen wir auch für die Kommunikation in dem Webinar dann auch miteinander arbeiten. Und da ist jetzt noch mal so eine Möglichkeit, ich habe vorhin von der Alle-Die-Methode gesprochen, das ist so eine Möglichkeit, auch die Teilnehmenden so in ein ganz lockeres Miteinander auch zu bringen. Und was
auch ein ganz wichtiger Punkt ist bei den Breakout-Sessions, hier bei dieser Einführung der Breakout-Sessions, dass ich hier mir nochmal aufschreibe, dass der Arbeitsauftrag in den Chat gestellt werden muss. Und wenn ich alleine arbeite und nicht mit einer Kollegin zusammen, dann gehe ich auch teilweise hin, dass ich mir hier nochmal praktisch aus meiner Vorplanung genau den Arbeitsauftrag reinkopiere. Und dann habe ich das als Word-Dokument offen und kann da relativ schnell das dann auch eintragen. Mhm. Und wie gesagt, das ist so eine Orientierung. Und ich merke, das gibt mir eine gute Struktur, was mir auch wieder die Offenheit gibt, auf die Prozesse zu achten. Also diese Planung heißt jetzt nicht, ich ziehe die von Anfang bis Schluss durch. Aber es gibt mir immer eine Orientierung, wo ich stehe. Und die Erfahrung ist auch die Kommunikation im digitalen Raum braucht mehr Zeit. Durch die zeitliche Verzögerung, die Menschen müssen erst ihr Mikrofon aufmachen und. Und da ist es einfach wichtig, dass ich da auch lerne, Zeiten gut einzuplanen. Und mir hat es geholfen, mich mit der Struktur auch immer wieder nach jeder Veranstaltung nochmal kritisch reflektieren und nachjustieren. Also Regieanweisung ist ja eigentlich schon das richtige Wort, denn letztendlich ist es auch eine Multimedia-Produktion, was wir da ja auch machen, wenn du sagst, so mit Spotlight-Videos. Für diejenigen, denen Spotlight-Videos nicht gesagt, wir haben bei uns auf der Seite auch nochmal ein Video dazu. Da geht es einfach auch darum, Bildregie zu führen, zu steuern, wer für wen alles zu sehen ist. Es ist eine manipulierte Sprecheransicht bei Zoom. Und man kann so einfach schon sehr, sehr viel Lebendigkeit einfach auch schaffen, Aufmerksamkeit lenken, Blickachsen schaffen. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige und zentrale Punkte. Aber das ist jetzt ganz schön viel, was du jetzt auch schon genannt hast. Da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, was von dem, was du jetzt alles machst, müssen dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon mal so als Basiswissen oder Grundwissen mitbringen? Oder gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, das sollte man wissen, das muss man wissen? Oder geht das auch für komplette Anfängerinnen und Anfänger? Sprichst du jetzt die Teilnehmenden an oder die Moderatorinnen? Die Teilnehmerinnen. Die Teilnehmenden. Also das ist nochmal ein weiter wichtiger Punkt, weil du gefragt hast, wie gehst du bei der Planung vor? Sich nochmal in die Zielgruppe rein zu versetzen, ist aus einem doppelten Sicht wichtig. Zum einen, um selbst nochmal sich klar zu machen, sich bewusst in die teilnehmenden Rolle zu versetzen. Das hilft einem für die Moderation, dass einem deutlich wird, was muss ich denn alles ansagen, wo muss ich die Teilnehmenden ein bisschen hinleiten, auch dass die sich gut begleitet fühlen. Das ist das eine. Und das andere ist auch nochmal wichtig zu gucken, was habe ich für Teilnehmende. Also ich habe letzte Woche eine Fortbildung gemacht zum Thema Elternabende aktiv und attraktiv und interaktiv gestalten. Da waren zum Beispiel auch etliche Teilnehmende aus dem Kita-Bereich, die dann sagten, unsere Eltern oder in der Regel nehmen Eltern mit Smartphone teil oder mit Tablet. Oder es nehmen Eltern teil, je nach Kita, die zum Beispiel wenig Übung haben in der Nutzung von einem Videokonferenzsystem. Und wenn ich dann zum Beispiel sowas habe, dann muss ich auch noch mal gucken, wie gestalte ich es interaktiv, ohne dass ich die Teilnehmenden überfordere oder indem ich zum Beispiel Dinge nutze, die ich mit einem Smartphone gar nicht machen kann. Und da ist zum Beispiel so ein Tipp von mir, dass man selbst im Vorfeld mal eine Videokonferenz anlegt und sich mit dem eigenen Smartphone einloggt und da einfach mal diese Perspektive sieht, damit ich sehen kann, okay, diese Funktionen haben Teilnehmende, aber andere wieder nicht. Und der andere Punkt ist, wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, die jetzt noch nicht sehr technik
affin ist oder Videokonferenz affin ist, dann ist es auch nochmal gut, dass ich auch relativ wenig externe Tools nutze. Das heißt, externe Tools wie Padlet oder EduPad oder solche, wo ich dann die Teilnehmenden über den in den Chat gestellten Link dann bitten würde, auf diese Plattform zu gehen. Also das kann, wie gesagt, für Teilnehmende auch eine Überforderung sein. Und da habe ich zum Beispiel jetzt bei der Fortbildung auch als Dokumentation von Ergebnissen die Variante angeboten, dass es auch in so einer Situation gut ist, wenn die Moderatorin ein Word-Dokument öffnet und den Bildschirm teilt und dann praktisch die Ergebnisse aus Arbeitsgruppen dann zusammenführt. Also sprich, analog hätte ich am Flipchart gestanden und hätte per Brainstorming die Sachen dann auch gesammelt und aufgeschrieben. Hier kann ich es mit einem Word-Dokument machen, was auch eine gute Variante ist, wenn ich zum Beispiel eine PowerPoint habe und will diesen zum Beispiel jetzt Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen mit in die PowerPoint einfügen als eine Form von Ergebnissicherung. Auch da habe ich die Möglichkeit, dass ich als Moderatorin auf eine PowerPoint, die ich vorbereitet habe, auf einen Chart, diese Sachen notiere und dann praktisch den Teilnehmenden als ein Gesamtdokument zur Verfügung stellen kann. Also das als zwei Varianten, wie ich auf einem ja, schnellen Weg auch Ergebnisse dann dokumentieren kann. Es ist natürlich jetzt da auf dem Weg nicht so interaktiv, wie wenn die Teilnehmenden selbst mit Padlet zum Beispiel ihre Sachen aufschreiben würden. Aber es ist eine Möglichkeit und ich finde an dem Punkt immer wichtig, auch die Dinge so zu planen, dass die Menschen nicht verunsichert sind, weil diese Verunsicherung, dann wie komme ich wieder zurück und wie mache ich dieses, wie mache ich jenes, nimmt einfach die Aufmerksamkeit von dem Thema weg. Und von daher ist es mir so wichtig, dass wir da noch mal gucken, auch die Grundfunktionen von einem Videokonferenzsystem wirklich methodisch, didaktisch auszureizen und zu nutzen, anstelle von sofort relativ viele Tools noch einzufügen. Ja, ich bin mittlerweile ja auch schon da übergegangen, weil es gibt ja immer wieder so Vorgänge, die wiederholen sich in den Veranstaltungen. Also Methoden, die du immer wieder mal verwendest, Breakout-Sessions zum Beispiel. Und da haben wir kleine Videos produziert, die ja auch auf der Seite hier zu finden sind. Und da kann man im Prinzip die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld auch schon mal vorbereiten, in Methode einführen, vielleicht auch schon mal ein Tool vorstellen, weil jeder hat auch so sein eigenes Lerntempo. Ja? Ich meine, der eine, der guckt es erst einmal an, der weiß das sofort, ein anderer braucht vielleicht ein bisschen länger. Und das im Prinzip, du sagtest das vorhin ja auch schon mal, also so wenn man den zeitlichen Ablauf einer Fortbildung so ein bisschen streckt, auseinanderzieht, dass man dann so die technische Vorbereitung vor die Veranstaltung setzt, dass man das zu Hause machen kann und sich dann einfach am Veranstaltungstag den Inhalten widmen kann, weil das ist ja das, worum es letztendlich auch geht. Ich denke, das ist, Tobias, ich denke, das ist wirklich ein Vorgehen, was man gut nutzen kann, wenn man mit Fachkräften arbeitet, auch so im Fortbildungskontext. Also denen kann man dann einfach mehr zumuten. Man kann auch mehr erwarten, dass die sich im Vorfeld mit Dingen schlau machen. Und man kann auch von anderen, sage ich jetzt, einem anderen Stand von Grundkenntnissen ausgehen. Und wie gesagt, wenn ich dann so eine Zielgruppe habe, dann kann ich auch wieder was jetzt Kenntnisse betrifft, was Endgeräte betrifft und auch was eine Vorbereitung betrifft, auch andere Erwartungen dann auch formulieren. Ja, klingt super spannend, total interessant. Und ich sehe das ja auch bei dir, da hat sich wirklich unheimlich viel getan, was digitale Angebote angeht. Also was in unserem Veranstaltungskalender alles drin ist, das ist wirklich eine Menge. Und mich würde es mal interessieren, so ganz perspektivisch, gehen wir mal davon aus, wir können von einer Zeit nach Corona, ich sag mal, rechnen, jetzt ist ja gerade so eine Impfphase und es entspannt sich irgendwie wieder alles, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Aber wie siehst du jetzt, ich sag mal, diesen Digitalisierungsprozess, den du selber ja auch durchgangen bist, war das jetzt eine Notlösung für Corona oder hat das Auswirkungen auf deine zukünftige Arbeit?
Hat ganz bestimmt Auswirkungen auf meine zukünftige Arbeit, weil auch deutlich ist, es gibt bestimmte Arbeitsprozesse, es gibt bestimmte Formate, die einfach digital gut funktionieren. Wie gesagt, was ich vorhin sagte, es muss einfach auch jeder Fachaustausch muss gut vorbereitet und moderiert sein. Also das ist für mich einfach eine Grundvoraussetzung für ein digitales Format, dass es für die Beteiligten gewinnbringend ist, dass es einfach noch stärker als im Analogen, wie gesagt, inhaltlich und strukturell durchdacht und vorbereitet ist von der Moderation. Und wenn das gegeben ist und es keine langen monologisierten Besprechungen sind oder irgendwas, sondern es wirklich auch gut methodisch gestaltet ist, dass ein Austausch möglich ist, dass die Menschen sich beteiligen können, dann wird es ein Format sein, was zukünftig trägt. Und wenn ich jetzt mal so gucke, im Bereich von Fachaustauschen, hängt es ja auch damit zusammen, unsere Landeskirche ist sehr groß und durch das Digitale können momentan ganz viele Menschen teilnehmen, die sonst lange Anfahrtswege gehabt hätten und das auch ein Grund gewesen wäre, nicht teilnehmen zu können. Und ich finde, da sind einfach auch Gewinne. Es gibt andere Arbeitsprozesse, wo ich merke, da braucht es wieder den Mix von analog und digital, wenn ich jetzt von der fachlichen Begleitung der Fachkräfte in der Eltern- und Familienbildung ausgehe. Das heißt, es wird einen Mix geben. Und wenn ich jetzt auf die Angebote in der Eltern- und Familienbildung schaue, gehe ich davon aus und ich werbe auch immer dafür und es sind auch Erfahrungen mittlerweile gemacht worden, dass deutlich ist, der digitale Weg ist ein Weg, um Eltern und Familien zu erreichen. Und es gibt durchaus Formate wie zum Beispiel Babymassage für Väter, was ich vorhin genannt habe, Elternabende und auch Geburtsvorbereitungen. Im Gesundheitsbereich gibt es ganz viele Angebote in der Eltern- und Familienbildung, die digital umstrukturiert worden sind und wo es mittlerweile auch von den Teilnehmenden die Rückmeldung gibt, dass auch nach Corona sie ein großes Interesse haben, in dieser Form ein Bildungsangebot zu haben. Und insofern wie gesagt, gehe ich davon aus, der digitale Weg ist ein weiterer Weg und wir sind gut beraten, wenn wir uns weiter mit viel Lust und Spaß auf den Weg machen, um zu gucken, wie wir immer mehr auch die Chancen des digitalen Weges methodisch, didaktisch so gut gestalten, dass auch Kommunikation im größtmöglichen Maß möglich ist. Also das heißt, es lohnt sich auch auf jeden Fall, auch für diejenigen, die jetzt erst damit anfangen, sich mit der Methodik, mit dem Thema auseinanderzusetzen, anzufangen. Ja, auf jeden Fall. Einzuarbeiten. Auf jeden Fall, ja. Ja, vielen Dank. Keine verlorene Investition. Sehr schön. Ja, am Schluss gerne von dir nochmal so deine oder deine Lieblingstipps, deine besten Tipps für diejenigen, die jetzt anfangen, sich mit diesen digitalen Themen zu beschäftigen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich würde ihnen wirklich so was ganz basic mit auf den Weg geben, auf das ich jetzt gerade noch gar nicht zu sprechen kam. Und zwar ist für den der Beziehungsaufbau ist im digitalen Format ein ganz wichtiger. Und dass ich als Moderatorin mit den Teilnehmenden in Beziehung treten kann, ist es wichtig, dass die Teilnehmenden mich gut sehen. Und das ist wirklich so ein Basic. Aber was ich merke, was noch zu wenig umgesetzt wird, dass man wirklich ein Augenmerk drauf hat, dass man eine Kamera hat, die einem wirklich gut sichtbar sein lässt, dass man die Kamera so positioniert, dass ich auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden auch bin, also nicht von oben oder von unten auf die Teilnehmenden schaue und dass ich auch von der Ausleuchtung her so mich positioniere. Also ich sitze jetzt ganz normal vor einem Fenster, vor einer Terrassentür als Ausleuchtung. Das heißt,
Die drei Punkte würde ich gerne als Basic mitgeben und einladen, da auf Aufmerksamkeit auch zu geben, weil es einfach ein zentraler Punkt ist, wie wir miteinander in Beziehung kommen. Diesen Punkt würde ich gerne noch mit dem Mikrofon, dem entsprechenden, noch ergänzen, dass man auch hören, danke, so ohne dass alle im Raum Kopfschmerzen bekommen. Aber auch dazu haben wir ja eine Videoreihe bei uns auf der Seite zur Professionalisierung der eigenen Darstellung, was wir mit einfachen Mitteln auch tun können, um uns selber auch, sag mal, richtig in Szene zu setzen. Im analogen Setting machen wir das ja auch, wenn wir einen Vortrag halten. Warum nicht auch digital? Und vielleicht als Ergänzung, ich habe jetzt hier eine ganz normale Logitech-Kamera, 60, 70 Euro. Also das heißt, auch da einfach nochmal der Hinweis, es muss jetzt keine sehr teure Investition sein, aber doch so, dass man wirklich auch entsprechend präsent ist. Genau. Ein paar schöne Worte zum Schluss. Paula, ich danke dir recht herzlich, dass du dir jetzt die Dreiviertelstunde hier Zeit genommen hast, um einen Einblick zu geben in deine Genese, in dein Vorgehen, in deine Methodik, was digitale Veranstaltung angeht. Herzlichen Dank dafür. Und ja, allen anderen, die das Video sehen, viel Erfolg beim Ausprobieren. Ich kann das auch nur unterstreichen, was Paula Lichtenberger gesagt hat. Es geht einfach darum, auszuprobieren, zu testen, selber Erfahrung zu sammeln. Dafür bieten wir ja hier auch einen Grundstock. Ich wünsche somit viel Erfolg beim Ausprobieren, viel Spaß beim Ausprobieren, alles Gute und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, alles Gute.